alle reden über das. Also Maurice de Mauriac und der Stefan Lichtsteiner, das ist bis Asien ist das gegangen in der Uhrenindustrie. Es ist extrem schwer, wenn du als junger Mensch plötzlich da stehst und sagst, hey, ich führe jetzt den Laden. Also angefangen hat es natürlich mit meinem Vater, dann ist mein Bruder und ich dazugekommen und zwei Uhrmacher, jetzt sind wir schon drei Uhrmacher, alles junge, motivierte Leute. Also das kleinste Kind ist da gestillt worden. Also das Glück ist natürlich, dass der Laden sehr nah ist zu nach Hause. Der Weg von da nach Hause, den kenne ich natürlich in- und auswendig und alle Schleichwege. Und es ist schon passiert, dass ich auf meinem Schleichweg natürlich der Polizei begegnet bin. Und ich habe sie abgehängt, sie haben mich nie mehr gefunden. Mein Vater ist halt komplett das Gegenteil von schlicht, würde ich mal sagen. Er ist eben enfant terrible, er ist ein Farbdenker. Du siehst sie mal, er ist farbig angezogen und so. Er sagt, was er denkt. Wir sind auf einer super Welle. Wir sind auch, ich kann auch sagen, dass wir in der Krise angreifen. Wir sind lustig, wir sind innovativ. Und wir sind bescheiden. Es braucht auch immer, finde ich, auch Demut. Sie haben die Leidenschaft, sie wollen arbeiten, was auch extrem wichtig ist. Und sie haben auch den Mut dazu, um neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, ich brauche das. Ich könnte jetzt nicht mit jemandem zusammen arbeiten, der nicht arbeiten will, der nicht vorwärts kommen will. Dann würde ich relativ schnell merken, okay, das ist nicht mein Team. Wenn du eine Stadt zu deinem Kunden machst, eine Stadt, dann kannst du leben. Wenn du also einfach gut bist, anständig, nur eine Stadt, du kannst leben. Hast aber noch ein anderes Land dazu, hast du gerade eine Ferienwohnung. Oder? Aber ich habe nie gedacht, dass ich selber mal die Möglichkeit habe, so etwas zu gestalten. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Besser wie jetzt ist es nie. Und sie sind jung. Also, wir sind eigentlich drei Leute, oder? Und vorher war ich alleine. Es ist als Vater sowieso immer etwas Spezielles. Du sagst, ja, es ist eigentlich das Schönste, was du haben kannst, wenn dann deine Arbeit, deine Kinder können weiterführen können, wenn weiterführen. Das ist auch immer so schön. Du hast dann auch zwei Jungs, die möchten das unbedingt auch machen und sind stolz darauf, was der Vater erreicht hat. Also gesund sein und früher noch aufhören, wer kann das schon? Oder? Die meisten haben einen Herzinfarkt und merken dann, ah, doch, ich muss etwas ändern.